Sind heute beim Hatha-Konzert in Köln, im Palladium. Ich wurde eingeladen von meinem Cousin. Ich habe mir gedacht, komm, warum nicht? Geben wir uns das. Gucken wir uns an, was der Herr zaubert. Und ja, ihr wisst ja, die ersten 100 Leute, die kommentieren, da verlosen wir eine Amazon 50 Euro Gutscheinkarte. Also kommentiert mit euren Insta-Namen, damit wir euch auch erreichen. Liken, abonnieren und gerne auch teilen. Und ja, ich glaube, das Konzert wird gut. Ich habe Hatha live gesehen, erlebt. Deswegen, ich weiß noch nicht, was ich erwarten kann. Ja, muss ich ehrlich sein. Deswegen, ich bin gespannt, wie es wird. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, ihr habt Spaß, so wie ich. Aber ich muss sagen, ich gehe auf jeden Fall mit Erwartung dahin. Weil ich höre ihn. Also ich höre ihn jetzt nicht mehr so wie früher. Ich muss sagen, früher habe ich Hatha echt oft gehört. Da habe ich echt wirklich seine Musik gepumpt wie eine Eins. Aber mittlerweile bringt er auch nicht mehr so viele Lieder, muss man auch einfach sagen. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, welche Lieder er auf jeden Fall auftritt. Ne? Ich bin gespannt, ob er alleine auftritt, ob er noch ein SSEO dabei hat. Ich bin gespannt. Aber ich bin da, um es euch zu zeigen. Ich nehme euch mit, dann sehen wir uns gleich. Da hinten ist schon die Schlange. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Da ist schon die Schlange, Männer. Das heißt, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Blobs passen da rein. Aber alles bei dem ist ausverkauft, ne? Der macht ja das komplett nur, diese ganze Tour ist so gestaltet, ne? In Berlin hat er auch. Da ist sehr voll, Männer. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich werde euch ein paar Abschnitte auf jeden Fall filmen. Mal gucken, wie viel ich filmen darf, wie viel nicht. Dann hören wir uns später. Das ist cool, ja? Echt? Ja. Du merkst ja echt zwei Klassenunterschiede. Manche sind hier mit Hemd und gute Hose. Da siehst du manche mit behaarte Jogging. Du merkst, hier ist viel zusammengekommen. Aber die Plätze sind sehr stabil, Männer. Sehr stabil. Ich hoffe, ich kann euch ein paar kleine Einblicke gewähren. Hier, damit ihr mir ein bisschen seht. Damit ihr ein bisschen seht, wo wir sitzen. Auf entspannt. Komm im G800, der Volltag, AP mit Goldbox, Rapper und Katastrophe.
Mannschaft sind. Aber es ist nicht meine Schuld, es bleibt meine Schuld. Denn meine Vision, meine Codes, mein Wunsch, diesen Scheiß hier nach ganz oben zu katapultieren, bis sie Tonalis und Kaviar servieren. Ich beerdigt, lass mein Sohn meinen Körper waschen. Kein Fancy Grill, ich will keine Derby-Sachen. Nur ein weißes Buch, ich hoffe, ich hab genug getan. Oder für mich niemals Ruhe, so wie Kurdistan. Weil du das Chef pusht mit 16 schon den 7 Jahren. Doch S-Klasse-Crap konnte er schon mit 7 Jahren. FCs bekommen an der Zelte Straße, brachte Bord am Parkplatz. Was für euch Dragon Ball war, ist bei der Band da. Dazu kommt Peter Baby Mama. Sie sagt danke, aber es gibt euch mal Zeit gebringt. Kurz bei Jiva, haben den kurz seine Sache gegeben. Ich wollte ihn aber jetzt nicht filmen die ganze Zeit. Der hat jetzt 2 Stunden Show. Kennst du auch. Ich glaube, der hat keinen Bock, dass ich ihn jetzt Kamera ins Gesicht halte und sage, ja, wie war Konzert und so. Deswegen ganz entspannt. Ich sag euch ehrlich, ich bin positiv überrascht. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er das so gut rüberbringen kann. Man muss sagen, der hat kein Playback gehabt.
alles instrumental. Jedes Lied hat der gemacht, da muss man ihm den Respekt geben, ja, das können nicht viele. Das können nicht mal viele mit Beat, weißt du, was ich meine? So. Nicht mal mit Beat schaffen das Leute. Und der hat das radikal gemacht. Der hat gute Performance abgelegt, muss man ehrlich sagen. Ja. Da muss man ehrlich sagen. Und der hat mal was Neues gebracht. Das hat noch keiner gemacht. Der hat wieder was Neues gebracht. Und da muss man dem wirklich Respekt geben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Like da lassen, Kommi da lassen, Abo. Ja, wir sehen uns zum nächsten Vlog, würde ich sagen. Ne? Haut rein.